Let's hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Assassin's Creed. Und heute mit dem Kubino. Ja, guten Tag, für mich auch. Und nicht nur mit ihm, sondern auch mit einem Gamepad. Genau. Ja, nicht mehr mit Tastatur. Da muss ich mich allerdings auch erst dran gewöhnen. Das heißt, er wird heute noch schlechter spielen als sonst, aber naja, das hat er ja gewöhnt. Also, jetzt würde ich nur gerne auswählen. Das wäre eine Idee. Boah. Diese technischen. Ja, auswählen, wie wär's damit? Ah, tatsächlich. So. So. Oh. Und fortsetzen. Ja, nee, aber jetzt müsste es eigentlich gehen. Egal. So. Perfekt, ich bin gespannt. Wir haben es eigentlich vorher getestet, es müsste funktionieren eigentlich. Wir haben es aber mit dem anderen, mit dem Test getestet. Stimmt, wir haben noch nicht bei Option auf Steuerung gestellt. Können das live dabei sein, wie wir das machen? Huch. Oh, da im Hintergrund. Perfekt, da ist das Video fertig gerendert. Klappt ja alles hier heute. Mal so, wieder. Fortsetzen. Ja. So genau. Aber dann gehen wir noch kurz auf. Nee, hier kommt es noch nicht. Ist der Schlüssel zum Erfolg. Räumen Sie nee. Bogenschützen und. Wir müssen doch ganz kurz was umändern, aber dann klappt es auch schon. Das muss noch unbedingt umgeändert. Umgestellt werden. Optionen. Steuerung. Nur Tastatur, Controller. Da müsst ihr so einen schwarzen Balken drüber legen, natürlich, Benjo, ne? Über die Marke. Wollt ihr gerne Schleichwerbung machen? Ja, ja, tolle Marke. Wenn nicht sogar die beste. Okay. Zurück. Passt jetzt? Schau mal kurz. Mit was? B. Drück mal B. Ja. Berichtet von euren Fortschritten. Ich tat, wie mir geheißen. Gut, gut. Ich spüre, dass ihr mit den Gedanken woanders seid. Sprecht darüber. Jeder, dem zu töten ich geschickt wurde, spricht kryptische Worte zu mir. Jedes Mal komme ich zu euch, um Antworten zu finden. Jedes Mal erhalte ich nur weitere Rätsel von euch. Das muss enden. Wer seid ihr, dass ihr so mit mir sprecht? Ich bin es, der eure Aufträge ausführt. Wenn ihr das fortzusetzen gedenkt, so sprecht endlich frank und frei mit mir. Gemach, gemach, Junge. Dieser Ton gefällt mir nicht. Und ich mag eure Verwirrungen nicht. Ich bot eine Gelegenheit, eure verlorene Ehre wiederherzustellen. Nicht verloren. Genommen. Von euch. Und dann lasst ihr mich sie holen, wie ein gottverdammter Hund. Mich dünkt, ich werde einen anderen finden müssen. Schade. Ihr zeigt großes Potenzial. Hättet ihr einen anderen, hättet ihr ihn längst entsandt. Ihr sagtet, meine Fragen werden beantwortet, wenn ich nicht mehr danach fragen muss. Ich frage nicht mehr. Ich fordere, dass ihr mir sagt, wie diese Leute in Verbindung stehen. Ja. Ihr habt recht. Diese Männer sind verbunden durch einen Blutschwur, ganz wie der unsere. Wer sind sie? Non nobis, Domine, non nobis. Templer. Nun erkennt ihr das wahre Ausmaß von Robert de Sables Macht. All diese Männer, Statthalter, Heerführer. Sie alle haben ihm die Treue geschworen. Ihre Werke können nicht einzeln betrachtet werden, oder? Nur als Ganzes. Wonach streben sie? Eroberung. Sie wollen das Heilige Land nicht im Namen Christi, sondern für sich selbst. Was ist mit Richard? Salah al-Din? Jeder, der sich den Templern entgegenstellt, wird vernichtet. Seid versichert, dass sie Mittel und Wege haben. Dann muss man ihnen Einhalt gebieten. Daran arbeiten wir, Altair. Für eine Zukunft ohne solche Ränkespiele. Warum habt ihr mich belogen? Damit ihr den Schleier selbst lüftet. Wie immer geht das Wissen der Tat voraus. Selbst erworbenes Wissen ist besser als erlerntes. Im Übrigen hat euer Verhalten in letzter Zeit nicht eben Vertrauen erweckt. Verstehe. Altair, eure Mission ist unverändert. Nur eure Wahrnehmung der Umstände hat sich geändert. Und gewappnet mit diesem Wissen werde ich die übrigen Templer vielleicht besser verstehen. Sonst noch etwas, das ihr wissen wollt? Der Schatz, den Malik aus Salomons Tempel brachte. Robert schien ihn verzweifelt zurückhaben zu wollen. Altair, bei Zeiten wird euch alles klar werden. So wie euch die Rolle der Templer offenbar wurde, werdet ihr auch die Natur ihres Schatzes erkennen. Fürs Erste findet Trost darin,
dass er nicht in Ihren Händen ist, sondern in unseren. Wenn das euer Wunsch ist? So sei es. Ihr habt einen weiteren Rang zurückgewonnen. Nehmt eure Waffe. Möge sie helfen, der Bruderschaft Ehre zu machen. Altair, bevor ihr geht... Ja? Woher wusstet ihr, dass ich euch nicht töte? Ehrlich gesagt, Meister, gar nicht. Ich habe meinem Glauben vertraut. Okay. Sehr interessant. Da bekommen wir jetzt erstmal neue Waffen. Ich bin gespannt. Was haben wir dazu bekommen? Synchronisiere Rang 6 Erinnerung. Neue Waffen erhalten. Extra Wurfmesser. Sie können im Hof trainieren. Naja, wenn es nur weitere Wurfmesser sind. Ach, Moment, da muss ich mich erstmal hier... Wie springt man denn? Ah. Ah, muss jetzt Steuerung A. Also nee, Right Trigger, weiß jetzt, was es ist. Mhm. Jetzt A. Ah, genau. Oh, und so klärt es doch. Also wenn du jetzt quasi auf die Wand drückst, dann Right Trigger drückst, dann klärt es doch automatisch. Okay. Boah. Kompliziert, kompliziert. Wie holst du dich sicher drauf? So, da kletter ich erstmal hier drüber anscheinend. Also ich entschuldige das, dass ich hier ein bisschen mich noch dran gewöhnen muss. An das... Oh. Oh. So, also wir haben bereits Damaskus, haben wir das Attentat verübt. In Akkon haben wir das Attentat verübt. Bleibt noch Jerusalem. Also würde ich sagen, gehen wir direkt zum Büro. Wenn Ihnen die Messer ausgehen, füllen Sie Ihren Vorrat in Masyaf auf oder bestehlen Sie einen Gangster. So. Gut, dann wollen wir mal ins Büro gehen und schauen, was der Büroleiter? Büro. Ja, Büroleiter. Büroleiter. Also, ich wundere mich, dass die sehen ja immer alle gleich aus, ne? Nee. Nicht? Nee, nee. Die sehen anders aus. Die haben auch ganz andere Charaktere. Das schon, aber ich finde, dass die Büros gleich aussehen, nicht die Typen. Achso, ja, stimmt. Ja, nee, die Büros sehen echt immer gleich aus. Das ist so nach einem IKEA-Gemeinschaftsmuster sozusagen. Ja, ja, tolle Marke. Wenn nicht sogar die beste. Wurde einfach einmal gekauft. Haben wir einfach dreimal verwendet. Dreimal gekauft, dreimal verwendet. Perfekt. Okay, mal gucken. Friede sei mit dir, Malik. Wenn er doch nur auch mit dieser Stadt wäre. Womit belästigt ihr mich heute? Al-Mualam hat Majdadin dem Tode geweiht. Was könnt ihr mir über ihn sagen? Salah al-Dins Abwesenheit hat die Stadt ohne rechten Führer hinterlassen. Und Majid ad-Din hat sich selbst auserkoren, diese Lücke zu füllen. Durch Angst und Einschüchterung bekommt er, was er will. Er hat kein wirkliches Anrecht auf diese Position. Das wird heute enden. Ihr urteilt vorschnell. Es ist kein gewöhnlicher Sklaventreiber, über den wir reden. Er beherrscht Jerusalem und wird schwer bewacht. Ich schlage vor, ihr plant euren Angriff sorgfältig. Lernt eure Beute erst kennen. Mit eurer Hilfe werde ich das. Wo sollte ich mit der Suche beginnen? Was ist geschehen? Ihr bittet mich um meine Hilfe, anstatt sie einzufordern? Ich bin beeindruckt. So sprecht denn. Wie ihr wünscht. So würde ich es machen. Zuerst sucht im Südwesten, nahe der Moschee. Danach wendet euch weiter gen Süden. Dort sind zwei Orte, die euch interessieren sollten. Die südliche Kirche ist der eine. Ein weiterer liegt in den Straßen bei einer Synagoge. Danke für euren Rat. Verderbt es nicht, Altair. Okay. Also irgendeine Synagoge und irgendeine Kirche im Süden. Aber da höre ich ja nie so wirklich hin. Aber das klappt ja schon mal ganz gut. Das klappt tatsächlich ganz gut. Oh, Moment, jetzt muss ich die Kamera mitdrehen. Das kann man ja auch bei dem tollen hier Controller. Das ist noch etwas ungewohnt. Nein, darunter will ich nicht. Ich möchte mal auf die Karte gucken. Das geht wie? Da. Perfekt. So, die Karte. Wunderbar. Hier. Da sind wir. Und wir wollen zu einem Aussichtspunkt. Den muss ich jetzt nur noch treffen. Wir sollen nach Süden. Das heißt, ich würde mal sagen, wir gehen zu dem Aussichtspunkt da. Ist das immer so oder gibt es da... Du kannst irgendwie ranzoomen. Oh. Getroffen, okay. Und du müsst auch irgendwie ranzoomen können, dann geht's einfach. Das Schlimme ist, ich komme ja auch sonst hier nicht zurecht.
mit irgendwas. Ich krieg ja sonst auch nichts hin. Und jetzt auch noch hier mit neuer Steuerung. Aber so schlecht kommt sie gar nicht zurecht, oder? Oh, wir werden gesehen, beobachtet. Jetzt nicht mehr. Noch 15 Meter. Moment, wie? So bewegt man die Kamera richtig. Der da. Okay. Da gelettern wir. Das war nicht so gewollt. Und dann hier hin. Und dahin. Und da hoch. Perfekt. Also da wäre ich schon ziemlich stolz auf mich, wenn ich jetzt da hochkomme noch. Ja, ja. Weil, wie die Vergangenheit gezeigt hat, kann da noch einiges schief gehen. Ja, aber vielleicht lässt sich heute einfach mal besser an. Genau, Mann. Ich werde mir Mühe geben, so. Den richtigen Knopf erwischt, perfekt. Läuft ja wie geschmiert. Super. So. Speichern. Jetzt gucken wir mal auf die Karte. Nein, so. Bürger retten. Da gibt es leider nur Bürger zu retten. Was? Das kann man da unten ändern? Das ist quasi ein Filter, da kannst du einfach so anzeigen lassen. Das wusste ich gar nicht. Missionsziele. Da hast du jetzt momentan. Momentan keine. Das heißt, wir müssen zum nächsten Aussichtspunkt. Und das ist auf unserer Reise der hier. Puh. So, jetzt noch runter springen. Oh, okay. Tante, wir haben Schnürchen. So, dann gucken wir uns mal hier ein bisschen um. Da ist eine Wache auf jeden Fall. Aber was man vielleicht eventuell ist, das Steuerkreuz. Also, darf ich ganz kurz erklären? Ja. Und zwar hast du hier ein Kreuz, das heißt, wenn du jetzt nach oben drückst, hast du die. Ah, dann habe ich die eine Waffe. So habe ich das Schwert, okay. Verständlich? Ja. Jetzt hast du gerade die Faust. Richtig. Willst du denn die Faust haben? Ich will die Faust haben. Warum? Weil Faust immer gut ist. So. Wenn du meinst. Dach da hinten. Ja. Also. Ist das Absicht gerade, oder? Das ist Absicht, ja. Also. Ja, klar. Ich mein. So. Ich wollte mal zeigen, was ich alles kann. Jetzt kann man nämlich auch so sich da dranhängen. Habe ich gerade gezeigt. Das konnte man vorher nicht. So, man kann hier runterspringen. Ja, natürlich. Das konnte man vorher auch nicht. So. Man kann gegen die Wand springen. Das konnte man vorher auch nicht. So, ich beeile mich jetzt mal. Moment, da hinten ist der Aussichtspunkt. Warum behelle ich dir nicht? Ich behellige dich doch gar nicht. Gut. Oh, falsche Richtung. Ja. Kletter doch einmal mal hoch, vielleicht siehst du ihn ja dann. Das ist ein Plan. Oh Gott. Ja, hochklettern ist so einfach gesagt. Alle, die das hier angucken, die werden sich auch denken, boah, ist der blöd. Nicht mal mit einem anständigen, einfachen Gamepad umgehen. Oh. Jetzt kletterst du hoch? Genau. Nein, ich sollte vielleicht das Schwert nehmen. Warum? Nein, nimm mal die versteckte Klinge. Warum? Da kannst du ein Attentat aus dem Hinterhalt vorführen. Jetzt geh hoch. Jetzt geh zu ihm hin. Gehen. Und jetzt A drücken. Kannst du schnell gehen. Jetzt X und X. X. Ah, auf X greift man an. Sehr gut. Gut zu wissen. So. Ah, oha, der Aussichtspunkt ist mal cool. Sowas hatte ich bisher auch noch gar nicht. Bitte nicht. Bitte fall nicht runter. Okay. Schnell. Ah, wunderbar. Ups, jetzt Sekündchen. Ein Datenträger wird übrigens stark beansprucht. Darf ich? Ich darf. Sehr gut. Dann gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Vielleicht finden wir ja den ein oder anderen. Richtig, den ein oder anderen Informanten. Und das sieht gut aus. Kann ich schon mal sagen? Oh nein. Ich wollte gerade noch mein Glück. Ich wollte eigentlich das hier treffen.
Hat nicht ganz funktioniert. So, kann ja mal passieren. Genau. Schauen wir mal. Nee, Moment. Wie ging das? Ach, nee, Moment. Sekunde, Moment. Bisschen Geduld, bitte. So. Aha, da haben wir also zwei. Einmal haben wir hier einen Taschendiebstahl. Und einmal haben wir... Mann, wie kann man denn zoomen? Ich weiß aber raus, wie man zoomen kann. Einen Informanten-Eskorte. Das habe ich noch gar nicht gemacht. Das heißt, das werde ich zuerst machen. Ich habe noch nie eine Informanten-Eskorte gemacht. Das sind... Also, soll ich dich vorne oder willst du blind reinlaufen? Nein, nicht spoilern. Ich will blind reinlaufen. Okay. Ja. Dann wird es lustiger für die Zuschauer. Richtig, also bis jetzt habe ich ja auch alle neuen Sachen hinbekommen. Ich mein, so. Problemlos. Ja, gut. Aber also einen Tipp gebe ich dir, wähl bitte dein Schwert aus. Oh je. Muss ich Angst haben? Nee, ich darf nicht spoilern. In die Richtung. Ein Kessel. Oh, hier ist die Hexengasse. Die Hexengasse. Ja, nein, das gab's früher, weißt du? Ich bin halt geschichtlich informiert. Ja, es gab immer die Hexengasse. Richtig. So. Darf ich mit dir reden? Nur wie? Ah, nee. Nee, doch nicht. das war gerade das Adlerauge. Wenn du noch angreifen, wenn du willst. Wie rede ich mit dem? X. X. Ja. X. Schade. Alter. Wie stecke ich das wieder ein? Gar nicht. Okay. Ganz nach dem hin. Alter, ihr. Ich sollte einen Kontakt in der Nähe treffen, aber die Wachen haben mich im Auge. Sobald ich aufbreche, greifen sie an und schlagen mich in die Flucht. Ich bin nicht mehr der Krieger, der ich einst war. Wärt ihr bereit, mir sicheres Geleit zu geben? Oh je. Sicheres Geleit geben. Hä, ich hab noch nicht mal angenommen. Halt, bleib. Warte, ich komm dir doch kaum hinterher. Scheiße. Nein. Zieh schon mal dein Schwert, bitte. Ja, also direkt ziehen. Ja, ziehen. Einfach einmal X drücken zur Sicherheit. X, ach da. Ungläubiger, hier wirst du sterben. Ja. Ich halte nicht mehr lange durch. Ja, Alter. Du machst deine Sache unbedingt gut. Was? Du machst deine Sache wirklich gut. Dankeschön. Jetzt läuft er wieder in die andere Richtung. Hä, wer kam doch von da? Nein. Nicht? Nein. Oh. Hab ich mich wohl ein paar Mal gedreht. Das ist eine Escort-Mission. Okay. Finde ich cool. Ich hoffe, er ist bald an seinem Ziel. Nicht gerade unten zum Stadttor eskortieren, oder? Ah, ich habe nicht zugehört. Ich sollte einen Kontakt in der Nähe treffen. Aber das ist schon möglich. Oh, das ist schon die nächste Wache. Aber ist es nicht, wenn ich ein Schwert in der Hand habe? Ja. Lockt es dann nicht die Wachen schon extra an? Aber wenn du das Schwert immer wieder wegsteckst, kann es nicht so lange dauern. Okay, so. Das wird ja ausgeteilt. Aber echt, dann auf dich. Und noch zwei sind übrig. Und noch eine. Oh. Oh, auf einmal sind es auch drei. Oder auch nicht. Oh, auf einmal sind vier. So, da noch. Komm, kein Ding. hallo? Also, sollen sie nicht zum Beispiel vom Informanten. Oh mein Gott, entfernen? Der vibriert. Der Controller vibriert. Alter, ja, ich hab noch zwei Leben. Ich hab noch ein. Ich bin tot. Alter, hä, wie? WTF, ich mach doch alles richtig. Anscheinend nicht. Hä, doch hundertprozentig. Ich schlag wie ein Verrückter. Darf ich vielleicht danach mal probieren? Hast du gesehen, die Wachen sind einfach weggelaufen. Die haben sich nicht mal um den... Der hat mich angelogen. Die Wachen waren nicht hinter dem her. Mann! Wo bin ich jetzt? Darf ich mal probieren? Nee, gar nichts darfst du. Ja, so werde ich hier unterdrückt, ne? Mann! Alter, das ärgert mich gerade ein bisschen. Hä, aber was habe ich denn falsch gemacht? Ja, du hast nicht gekontert. Hä, wie, was? Also ich drück die ganze Zeit X, ist das richtig so? Das ist eben nicht richtig. Und wie macht man uns richtig? Erklär ich dir dann, wenn du im Kampf bist. Erklär's mir doch einfach jetzt. Wäre eine Idee. Warte mal. Ich warte. Drück mal Right Trigger. Nee, warte mal. Geh mal kurz. Du weißt es selber nicht. Oh, ich weiß natürlich. Ja, natürlich. Aber trotzdem muss man erstmal nachgucken. Natürlich muss man erstmal nachgucken. So. Hier sehen wir es doch. Also vorwärts bewegen ist klar und sowas. Auffällig muss das Right Trigger. Die Waffenhand ist X. Leere Hand ist B. Kopf ist dann. Gehen wir ein bisschen runter.
Ja, auf jeden Fall vom Disco. Hallo? Egal. Auf jeden Fall müsste Brocken B sein. B, also B und X. Ja, aber das wirst du genau sehen. Also, wenn es nicht klappt, dann bin ich eh schuld. Sehr gut. Probier es einfach mal kurz aus. Da steht eine einzelne Wache. Nein, ich greife jetzt hier keine komischen Wachen an. Aber du könntest doch jetzt gleich einfach zum Bürger retten und es dabei dann ausprobieren. Sehe ich aber nicht ein. Ich gehe jetzt hier in die Hexengasse und dann. Wie habe ich die? Also hier. Ach, so. Ich sollte einen Kontakt in der Nähe treffen, aber die Wachen haben mich im Auge. Sobald ich aufbreche, greifen sie an und schlagen mich in die Flucht. Ich bin nicht mehr der Krieger, der ich als Ja, das wissen wir ja schon. Bereit, mir sicheres Geleit zu geben? Ich hätte aufpassen sollen, wohin ich den jetzt bringen soll. Das hast du gerade zum zweiten Mal gesagt, das stimmt noch nicht. Nee. Okay.